Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind auf der asiatischen Map unterwegs und rechts hinten seht ihr es schon. Think Big New Holland, die Gold Edition. Ja, soweit ist es leider noch nicht, aber wir wollen natürlich groß denken und deswegen habe ich hier schon wieder mal ein paar Setzlinge eingekauft. Und um da ein bisschen Abwechslung auch reinzubekommen, jetzt nicht die Waldkiefer, sondern die Küstenkiefer. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt, denn wir sind jetzt im zweiten Monat im April und ihr seht, es ist ein Schiedwetter und es steht das Wasser auf der Straße. Jupp. Ja, dann können wir uns wieder ein bisschen dran gewöhnen an das wunderschöne neue LS25-Feeling mit Regen, mit Wasser und vielen anderen Dingen. Ja, ich habe natürlich auch wieder ein bisschen umgehört und habe natürlich auch die Kommentare gelesen und ich werde heute auf den einen oder anderen Tipp eingehen, den ihr mir gegeben habt, denn ich habe am Gewächshaus ein bisschen was umgestellt und wir werden heute, denke ich, in ja die Reisproduktion gehen. Das soll heißen, wir werden Langkornreis anpflanzen und dazu müssen wir uns das Ganze irgendwie ja erst noch erbasteln. Das werden heute mal testen, aber mein erster Versuch da hinten mit der Wasserstelle für die Gewächshäuser, die jetzt auch alle schön voll sind mit Wasser, hat schon mal geholfen und ich denke, wir kriegen das auch im größeren Stile hin. So, dann hauen wir hier jetzt einfach mal die nächsten Setzlinge rein. Ja, ich denke, das sollte doch hoffentlich so passen. Wir müssen immer daran denken, dass wir die auch irgendwie dann natürlich auch ernten müssen. Also lassen wir mal ein bisschen Abstand. So, also zack und los geht's. Tempomat rein und dann lassen wir den automatisch fahren. Das, denke ich, kriegen wir so hin. Apropos Forstwirtschaft, Grüße gehen an den Gerald raus, denn sein Traum ist wahr geworden, leider nur in Teilen, denn das Maßband ist jetzt zurück. Also im Mod-Hub gibt es jetzt endlich das berühmt-berüchtigte Maßband, aber eben leider nur für PC und Mac und nicht für die Konsole. Das tut mir jetzt leid für dich, Gerald. Aber ich komme zumindest in den Genuss, denn ich habe ja ein bisschen Mac und da kann ich auf jeden Fall was in der Richtung tun. So, ich fahre mal hier rum. Dann kriegen wir hier vielleicht auch noch ein Bäumchen gepflanzt. Sehr schön. So, und dann machen wir hier noch was. Und man sieht schon ein kleines bisschen den Unterschied. So, wie pflanzt er das jetzt? Aha, okay. Ja, und ansonsten sind noch viele, viele andere schöne Dinge in den Mod-Hub gekommen, aber wir beleuchten natürlich wieder das Thema Konsole in erster Linie. Und er ist da, ein Drescher, einer meiner Lieblingsdrescher, der John Deere T560, natürlich als komplett Pack mit Schneidwerk, sowohl als auch. Und der ist auch, ich sage mal, bezahlbar. Ne? Also wir haben ja festgestellt, dass doch das eine oder andere Gerätchen verhältnismäßig viel kostet hier jetzt im LS25. Aber der Fendt, der ist bezahlbar. Quatsch, der Fendt, der John Deere. Ich bin jetzt auf den Fendt schon gekommen, weil auch den gibt es in Anführungszeichen den AGCO Ideal, auch als Pack. Und mehr oder weniger ist das ja ein Fendt. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die letzten Setzlinge da hinten noch runterbringen. Den letzten Setzling machen wir irgendwo hierher. So. Schön an die Straße, damit der Baum dann auch auf die Straße fallen kann. Okay. Und weg ist er. Das ging zügig. So, wir werden dann später noch die Pappeln holen. Und jetzt schauen wir uns das mal kurz... So, dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen hier an Third Person im LS25. Also hier haben wir unsere Waldkiefer. Und hier haben wir jetzt unsere Küstenkiefer. Und ich bin mal gespannt später auch mal, ob sich da irgendwas am Ertrag tut. So, jetzt erstmal hier. Und jetzt bringe ich euch erstmal sozusagen auf den aktuellen Stand. Da hinten haben wir ja unsere Pappeln angesät oder gepflanzt oder wie auch immer man das nennen möchte. Und hier mitten ins Gras rein. So, das ist schon mal eine ordentliche Reihe, glaube ich, Pappeln, denn es geht ja bis da oben hin. Und der Plan ist jetzt eigentlich von meiner Seite aus, dass wir hier jetzt ab hier ungefähr... Nach oben hin werden wir jetzt unser Reisfeld dann ziehen
Und dann werden wir auf dem restlichen Grasfeld weiterhin pappeln und noch Bäume pflanzen. Und sobald wir dann im Herbst hier drüben den Weizen abgeerntet haben, dann können wir dort auch Bäume und Pappeln setzen. So, wir fahren mal kurz rüber zu den Gewächshäusern, denn bevor es losgeht mit dem großen Bauen, in Anführungszeichen, will ich hier erstmal schauen oder beziehungsweise euch kurz sagen, was Sache ist. Hier muss ich, glaube ich, erstmal wieder Wasser einfüllen. Augenblick, interagieren, L3, so, Feld Nummer 1 und da müssen wir fluten, damit wir wieder Wasser reinmachen können, denn wir haben jetzt, oder ich habe jetzt Folgendes gemacht, denn ich habe mir jetzt auch gedacht, wir müssen das Ganze, glaube ich, ein bisschen cleverer anstellen, während ich hier im Regen stehe. Schauen wir mal kurz rein in die Produktion, während der Kollege hier sicherheitshalber mal speichert. Ich muss aber sagen, bis jetzt ist nichts passiert, nichts abgestürzt. Also im Moment ist alles im grünen Bereich. Dennoch bin ich mal gespannt, wann jetzt endlich ein Update kommt. So, kommen wir mal ganz kurz hier zu unseren Gewächshäusern. Denn ich habe jetzt hier mal umgestellt. Dieses eine Gewächshaus wird jetzt komplett Chilischoten, Frühlingslauch und Knoblauch produzieren. Und das werde ich automatisch verteilen rüber natürlich in unsere Konservenfabrik. Und da ist mir ja Folgendes aufgefallen und ich bin etwas ja stutzig geworden, weil ihr seht es ja. Chilischoten, Frühlingslauch, Knoblauch. Witzigerweise gerade die Produkte, die wir ja für unsere Kimchi-Suppe oder für unseren Kimchi brauchen, ist ja keine Suppe, 480 Liter. Merkwürdigerweise nur 480 Liter. Eine Palette hat aber 1000 Liter. Und ich war dann auch ein bisschen irritiert, als ich eine Palette rübergebracht habe, weil logischerweise zeigt er dann voll an, 480. Ich habe dann die Zeit ein bisschen laufen lassen, aber er springt dann wieder immer wieder hoch auf 480. Also er scheint doch intern die Palette mit 1000 Litern doch in irgendeiner Form zu verarbeiten. Weil wie gesagt, ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass hier eventuell unser Material ja flöten geht. So, und deswegen haben wir das jetzt auch alles automatisiert. Und da wir ja, wenn wir da mal reinschauen, für unsere Stopp, wir müssen erst hier drauf, mal reinschauen, ist alles noch nicht so richtig optimal. Also das würde ich mir ein kleines bisschen anders wünschen hier von den Ansichten. Aber okay, jedenfalls brauchen wir sehr, sehr viel Chinakohl, während Knoblauch, Frühlingslauch und Chilischoten relativ wenig. Und deswegen mache ich jetzt in einem Gewächshaus, eben Chili, Frühlingslauch und Knoblauch, verteilen das direkt in die Produktion. Wir machen in einem weiteren Gewächshaus jetzt nur Chinakohl. Nee, stopp. Wir machen jetzt Salat in einem weiteren Gewächshaus, weil ihr habt mir den Tipp gegeben, Salat soll relativ, ja, viel bringen. Das werden wir uns ansehen. Da bin ich mal gespannt. Aber auch hier direkt Verkauf. Und im nächsten Gewächshaus, da werden wir jetzt eben Chinakohl haben. Ausschließlich Chinakohl. Und das geht auch direkt rüber in die Produktion. Und bei der Konservenfabrik werden wir natürlich auch den Kimchi direkt verkaufen. Gleiches gilt übrigens dann auch für unsere Pilze. Die Austernpilze und die Enoki werden auch alle direkt verkauft, sodass wir in Anführungszeichen nicht so viel Arbeit haben und lassen das marschieren. Und da bin ich dann mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ansonsten habe ich ja auch den kleinen Mod hier garantierte Erntepreise installiert, sodass wir dann doch hoffentlich relativ gute Preise hier bekommen werden. So, da muss ich jetzt wieder ganz hochspringen. So, oh man. Na, Preise. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Austernpilze, da steht 2400, 2800. Aber das Ganze soll sich dann mal irgendwann so ein bisschen einpegeln. Das braucht ein bisschen dieser Mod. Also lassen wir uns mal überraschen, wie sich das Ganze hier dann letztendlich entwickelt. Auf jeden Fall, wenn wir in die Finanzen schauen, ja, man sieht es. Wie gesagt, unsere verkauften Ballen gerade mal 21.000. Das war ein kleines bisschen bescheiden, hat mir dann doch ein bisschen auch die Illusion genommen. Deswegen auch jetzt eben der Schwenk auf Forstwirtschaft, auf Pappeln und Holz. Da lassen wir uns mal, ja, hoffentlich endlich nach vorne boostern. Denn ich will ja auch ein bisschen was bauen. Also wir haben ja ein kleines Ziel hier für dieses Projekt. Aber wir sehen eben verkaufte Erzeugnisse. Wenn wir da mal runter scrollen, gerade mal so 3600. Also es bleibt alles sehr, sehr überschaubar und wir sind, was den Kontostand angeht, auf 80.000 jetzt mittlerweile.
mittlerweile aber haben ja auch noch ordentlichen Kredit. So, das Material kann ich dann später mal rüberbringen. In der Zwischenzeit rennen wir mal rüber zu unseren Tierchen, denn da hat sich ja auch ein bisschen was getan und da ist mir auch Folgendes aufgefallen. Wir haben nämlich schon den ersten Nachwuchs bekommen. Wir haben da noch ein bisschen Luft, aber wir sehen eben auch, dass das Material, was hier die Tierchen produzieren, naja, auch das ist nicht gerade üppig. Das weiß ich noch nicht, wie ich das hier oder wie ich damit umgehen soll. Naja, wir werden es natürlich irgendwann mal verkaufen und ansonsten sieht es eben so aus bei den Tierchen, dass wir hier den ersten, nee, nicht hier, Augenblick, 11 Monate, doch 3 Monate, wir haben ja Nachwuchs bekommen, das habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt, so schnell wie wir durchgerannt sind, aber wir sehen oben bei der Stallinformation, Wolle, Ziegenmilch ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben und ich glaube so knapp 77 Tiere passen rein. Jetzt habe ich glaube ich gesehen, oder da könnt ihr mir mal helfen. Was ist denn im Moment der Maximalpreis eben für die Ziegen und für die Schafe, damit ich weiß, wann wir die verkaufen können? Denn wir werden mit Sicherheit auch hier ein kleines bisschen Geld machen müssen, wenn eben die anderen Dinge nicht so ertragreich sind, wie ich es mir erhoffe. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Nichtsdestoweniger müssen wir dann mit Sicherheit auch mal uns von dem einen oder anderen Tierchen trennen. Also schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Ich glaube, bei der Ziege ist es 1000 Euro. Wenn ich richtig weiß, und wie sieht es bei den Schafen aus, was ist da der Maximalbetrag, wann lohnt es sich, die Tierchen dann abzustoßen. So, wir wollen jetzt mal schauen, ob wir das hinkriegen, ob wir das hier hinkriegen mit unserem Reisfeld. Denn wenn wir eben reinschauen in unseren Kalender, so den wir ja hier haben, dann können wir Langkornreis ja ausschließlich im April ansehen bzw. ausbringen und müssen es im September schon ernten. Das ist eigentlich relativ gut, aber trotzdem, ja, da bin ich mal gespannt, wie wir das am geschicktesten machen. Und im September, im Juli hoffe ich, dann kommen wir doch an unser Weizen ran. Oder hatten wir Gerste aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten wir denn eigentlich ausgesät? Na, stopp. So, so. Ja, doch, Weizen. Okay. Und das heißt Weizen also im Juli. Okay, okay, okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir Reis, dann haben wir im Juli und dann haben wir im September. Ja, da kommt ein bisschen was rein. Und dann werden wir ja sehen, wann sich unsere Bäume dann auch als erntereif darstellen. Okay, so, dann schauen wir nochmal in die Karte. Und wie gesagt, die Idee ist jetzt, dass wir hier dieses Feld oder dass wir diesen Bereich hier jetzt mal ummodeln zu einem Reisfeld. Denn wenn schon, denn schon, dann machen wir es gleich richtig. Und dann machen wir hier ein ordentliches Langkornreisfeld. Warum Langkorn? Weil wir dann eben nicht diese, ich sage mal, Spezialgeräte brauchen. Langkorn können wir mit einer normalen Saatmaschine, Langkorn können wir mit einer normalen Drescher auch ernten. Also hier haben wir, ich sage mal, weniger Arbeit. Und jemand hat mir geschrieben, dass Langkorn eigentlich gut Geld bringt. Also lassen wir uns da auch überraschen und werden das Ganze basteln. Dazu müssen wir ins Baumenü. So, und dann müssen wir, Augenblick, Augenblick, wie war das? Ich glaube, unter Produktionen. Und dann müsste es sein bei Anbau. So, und dann schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. So, die Idee ist also eigentlich, ja, jetzt müssen wir aufpassen, zum Wässern. Das will ich auf dieser Seite haben, denn auf der ersten langen Seite kommt dann das Wässern hin. Okay. Okay, einmal. So, jetzt schauen wir mal. Kriegt man das auch hin, dass er... Ah, nee, jetzt hat er es gelöscht. Okay. Ah, nee, doch, da ist es. So, dann müssten wir das jetzt eigentlich dahin machen. Passt das? Ja. Hoffe ich doch, oder? Gesperrter Bereich. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Da? Nee, das funktioniert nicht. Ah, okay, dann machen wir es nochmal von vorne. Vielleicht doch eins zu viel geklickt. Also, nochmal. Also hier. Warum springt der da hoch? Gesperrter Bereich. Warum ist das ein gesperrter Bereich? Gesperrter Bereich. Überlappend mit einem anderen Objekt. Okay.
Das ist schon ein wenig merkwürdig. Gesperrter Bereich. Was ist, warum ist da das Ding gesperrt? Platzierungshöhe ändern, Zoom, einrasten an, aus. Einrasten aus. Ah, vielleicht liegt es daran. Okay, machen wir nochmal ohne einrasten. Schauen wir nochmal. Also ich will auf jeden Fall auf dieser Seite, dass da die Pumpe ist. So, okay. Dann will ich hierher. Okay, jetzt muss der erstmal nicht. Zack. Und jetzt schauen wir, dass wir irgendwie da gegenüber hinkommen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das so hinkriegen. Und wenn, ist es auch egal. Aber auf jeden Fall so grob, oder? Das müsste es doch sein, oder? Und abschließen ist natürlich dann das Viereck. Und das sollten jetzt genau 1500 Euro. Oh, nee, das ist ein bisschen mehr, 75.487. Keine Ahnung, wie das dann ausgerechnet wird. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt unser Feld. Das ist jetzt also unser Reichsfeld. Denn es muss ja geflutet werden. Deswegen hat man hier auch einen kleinen Damm. Ja, das passt schon. Aber wie rechnet sich dann diese 1500 Euro? Okay, hat auf jeden Fall ein bisschen mehr gekostet, aber überschaubar. Sehr schön. Okay, sehr, sehr schön. Also das heißt, wir gehen los, brauchen jetzt natürlich wieder eine Saatmaschine und werden jetzt aussähen. Ja, stopp mal, schauen wir uns mal ganz kurz den Boden an, was er da spricht. Muss gewalzt werden, gehört dir, gedüngt zu 100%. Also ich glaube, wir müssen da lediglich aussäen, dann ist alles okay, oder? Schauen wir mal ganz kurz hier rein. So, Wachstum, gedüngt. Ach ja, nee, wir hatten ja das Feld schon gedüngt. Stimmt, das war ja das Grasfeld und das Grasfeld haben wir gedüngt. So, jetzt müssen wir wieder schauen, mit welcher Maschine wir hier arbeiten. Wo ist denn eigentlich jetzt mein... So, da haben wir den Düngestreuer, da haben wir die Ballenkombi. Ja, da werden wir natürlich jetzt in Zukunft ein kleines bisschen weniger Gras machen. Ist eigentlich fast zu überlegen. Ja, Silage. Also ich denke, wir werden eigentlich nur noch Gras machen. Ja, wäre okay. Muss ich mir überlegen, muss ich mir Gedanken machen. Denn die Sache mit dem Gras, ich weiß es nicht. Also vielleicht müssen wir doch die Presse... Die werden wir auf jeden Fall noch brauchen, damit wir auf jeden Fall Ballen für unsere Ziegen und Schafe. Aber auf der anderen Seite haben wir ja da jede Menge. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze hier preislich entwickelt. Okay. Ja, die Saatmaschine, die habe ich wieder zurückgegeben. So, lass mich mal kurz... Ist das jetzt Dünger oder... Saatgut, 900 Liter. Tja, dann werden wir uns auf jeden Fall wieder eine Maschine leihen. Anders wird es nicht gehen. So, rechts ist frei. Dann erstmal zum Händler. Hervorragend. Jo, und wie gesagt, es gab da noch ein paar andere interessante Mods, die jetzt mittlerweile gekommen sind. Natürlich für die Konsole nicht ganz so viel, aber entscheidend ist ja, dass die erste Map gekommen ist. Die erste Map ist natürlich so eine Art Niemandsland-Map, also zum selber basteln. Aber okay, es ist jetzt erstmal eine Map und da kann man jetzt mal ein bisschen was machen und kann natürlich individuell da einsteigen. Und zum Thema Map werde ich auch gleich noch was sagen. Es gibt nämlich Infos natürlich vom guten Yogi. So, schauen wir mal rein. Bei gebraucht haben wir nichts. Also, wir brauchen eine Saatmaschine.
Und zwar natürlich eine, die uns Reis sät. Und Langkornreis, meines Wissens, genau, wird mit der normalen Sämetechnik gemacht, nicht mit der Einzelkorn. Nein, nicht mit der Einzelkorn. So, was nehmen wir denn da? 165 PS, 3 Meter. Düngen müssen wir ja nicht eigentlich, weil es ist ja gedüngt. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Und es müsste ja auch schon gegruppert sein, wenn ich das... Oder? Das wird doch schon gegruppert sein. 300 PS. Boah, das sind aber schon Wahnsinns-Maschinen hier, ne? Mann. Guck's dir an. Guck's dir an. Was braucht denn das? 275 PS, interessant. Okay, dann natürlich die gute Kuhn. S-Pro 6000. Ja, aber das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ah, da sind noch welche. Die klassische Nordstern. 150, die braucht 220, weil die in Dingenskirchen hat. Aber die machen auch nur 4 Meter, 3 Meter, die Nordstern. Ach, 3 Meter, 4 Meter 60. Ja, ich denke, wir landen wieder bei der Maschine. Wir landen wieder bei der, weil die 4,60 Meter macht. Die ist halt einfach breiter, 110 PS. Das ist eigentlich okay und wir brauchen ja keinen Dünger. So, Düngeverteilung. Nee, Düngeverteilereinheit brauchen wir in dem Fall nicht. Dann würden wir uns die auch wieder mieten. Für 2500. Okay. So. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein Päckchen Saatgut dazu nehmen. Saatgut. 1000 Liter. Ach, das sind 1050. Ach, ist ja interessant. So, 1000 Liter, 1000 Liter. Und die Palette hat 1050 für dasselbe Geld. Okay. Macht das einen Unterschied? Ich hoffe doch nicht. Zack. Passt das überhaupt alles da rein? Es passt alles da rein. Dann ab die Post und dann aufs Feld. Stopp, gleich mal schauen, bevor wir wieder hier auf die Nase fallen. Also, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Langkornreis. Bingo. Los geht's. Und dann gehen wir jetzt in die Aussaat und machen ein bisschen Langkornreis. Also das heißt, wir werden es klassisch versuchen mit der Ernte oder mit dem Ausbringen von Feldfrüchten. Wir haben Langkornreis und wir haben Weizen ausgesät. Und dann werden wir parallel noch ein bisschen mit Pappeln, die wir ja zum Glück dreimal ernten können, und mit den Bäumen. Da werden wir also in die Forstwirtschaft gehen und versuchen, jede Menge Geld jetzt in Zukunft zu machen. So, Langkornreis. Also, da muss man ganz normal ansäen und dann, sobald die Setzlinge praktisch gesprießt sind oder das Korn, ja, oder die Saat aufgegangen ist, so ist es, glaube ich, richtig, sobald die Saat aufgegangen ist, dann einfach das Feld fluten. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Theoretisch können wir hier auch wieder den Helfer losschicken. Was sagt er? Hervorragend. Vorgewände in dem Fall ja, aber wir beginnen mit hoch runter. Okay. Ja, das passt schon. Ab die Brust. Und wir können ihm zuschauen. Langkornreis. Und da das Ganze ja macht und nicht moosert, hervorragend. Schauen wir nochmal in die Karte. So, Wachstum Feldfrüchte. Langkornreis war ja ausgegraut, witzigerweise. Ah, der wendet hier schon. Okay. Oh, da bin ich mal gespannt, wie er das hinkriegt. Wo fährt denn der jetzt hin? Spannende Geschichte. Also auf jeden Fall. Hä?
Okay, interessant, interessant. Er fährt also zurück. Und dann macht er die nächste Bahn. Ja, ist clever, ist clever. Nichtsdestoweniger, Freunde, es geht los. Wir bringen Reis aus. Langkornreis. Endlich mal eine neue Feldfrucht. Mal was Neues hier ausprobieren. Das gefällt mir gut. Und wenn euch das auch gefällt, dann gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Das würde mich freuen. Das würde wäre herzallerliebst an der Stelle. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Und in der nächsten Folge sehen wir mal, wie es weitergeht. Wenn wir dann vermutlich das Feld auch zum ersten Mal fluten werden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.